Wer hätte das gedacht? Die Axt ist aus dem Schlaf erwacht. Und weil die Axt auch hier aus dem Schlaf erwacht ist, gibt's auch ein neues Let's Play. Hier vorne einen neuen Zuseher, ja, der rote Mann. Ja, steht hier auf dem Siegepot. Der eine oder andere kann das vielleicht gerade mal kennen, der steht hier nur rum. Und wer hier auch ein Let's Play von mir kennt aus vergangenen Versionen, beziehungsweise Spiel ein bisschen genauer unter die Lupe genommen hat, kennt den Typen ohnehin. Aber gut, erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Was ist neu in the Forest mit der Axt im Walde? Das bin ich. Ja, diesmal in der Version 0.32. Wir schreiten voran. Ja. Theoretisch, was gibt's hier Neues? Ja, ich habe auch schon ein bisschen aufgebaut, klar, ne? Kommen wir später dazu. Was gibt's in der Theorie Neues? Ja, rückwärts fliegende Fledermäuse haben die Entwickler hier ausgebessert. Korallen im Wasser haben jetzt auch eine Kollisionsabfrage. Die Floßgeschwindigkeit ist ein bisschen erhöht worden. Ja, das heißt, man kann hier fast schon abdüsen. Da warte ich noch auf den richtigen Mod hier. Ja. Die rostige Axt gibt es auch wieder im Inventar zu sehen. Ja, da hat eine Textur gefehlt. Die Entwickler sind da drauf gekommen, meinten so, Textur war nicht richtig, darum ist die verschwunden. Ja, ist gut, ne? Story-Objekte gibt es wieder neue, beziehungsweise mal eines, das hier in den Patch-Notes genannt wurde. Und das findet sich jetzt in Höhle 6. Ich war dort noch nicht, um das zu finden und hoffe das aber noch zu finden. Ja. Was auch wieder zurückgekommen ist, da freue ich mich hier ja fast schon am allermeisten, die Tiefenunschärfe. In der letzten Version ist die nicht mehr vorhanden gewesen, ne? Tiefenunschärfe, die haben die rausgenommen. Ich habe hier auch mit Even, dem Community Manager auf dem Steamboard drüber, ein bisschen geschnackt hier. Und er meinte, ja, da gab's ein paar Fehler mit der neuen Unity-Version und ein paar andere Dinge. Aber die Tiefenunschärfe, die hat hier am meisten Mist gebaut, darum mussten wir die rausnehmen und arbeiten wir dran bis zum nächsten Patch. Ja, der hat echt nicht zu viel versprochen, ja. Also, ungelogen, meine ich, jetzt ist das wirklich gut gewesen von dem guten Mann. Gefällt mir, ja, Tiefenunschärfe, haben wir jetzt wieder zurück, ist toll. Regen, ja, lange haben wir drauf gewartet, aber Regen geht jetzt nicht mehr durch Gebäude durch. Das finde ich richtig schick, ja. Man kann hier aus Donnerlötzchens Kirchenkenners, ja, hatten wir letztens auch, kann es hier aus allen Bächen und Strömen regnen. Und man bleibt aber im eigenen Gebäude im Trocknen. Finde ich gut, ja. Was auch hier ganz neu ist, das, sag ich mal, ist auf jeden Fall in die richtige Richtung. Die Ich wärme das ganze Gebäude Funktion. Ja, das heißt, ich baue mir hier ein Gebäude hin, stelle eine Feuerstelle auf und diese eine Feuerstelle wärmt hier das ganze Gebäude. Das heißt, egal wo ich mich in dem Gebäude befinde, mir wird warm. Ja, hier ist nicht mehr im Schneegebiet dann mit, oh, ich muss zittern die ganze Zeit und immer hier zu einer Feuerstelle lang, weil das bringt ja sonst nichts. Nein. Das funktioniert, ja, aber mit einer einzigen Ausnahme. Das funktioniert nur mit den eigenen gebauten Gebäuden, die nicht aus den vorgebauten Gebäuden gebaut werden. Ja, also das heißt, wenn ich hier eine Baumstammhütte hinzauber, ne, dann ist da nichts damit. Das muss schon ordentlich Boden rein, ordentlich hier prozedurale Wände, wie sich das ja so schön nennt in der heutigen Zeit, muss hier lang gezogen werden, von mir aus noch ein Dach drüber und noch ein Stockwerk und was weiß ich, und dann läuft das, ja, für alle Stockwerke, finde ich wunderbar, ja. Türen, auch da haben wir ewig lang drauf gewartet. Ja, Türen, ihr kennt das ja, immer am Abzappeln und Abzuppern und man weiß jetzt nicht, kommt man hier durch die Tür durch. Die Kannibalen laufen einen schon über den Haufen, ja, und man möchte eigentlich nur in die eigene Zuflucht fliehen, kommt aber nicht durch die Tür durch und plötzlich hat man dann, ja, die Keule vom Kannibalen im Hinterkopf und das war's dann gewesen. Nein, hier hat sich's abgezuppelt. Türen funktionieren einwandfrei. Was es hier mit den Türen noch gibt und was es eigentlich mit dem ganzen Zeug, das ich hier aufgestaut habe, auf sich hat, das gucken wir uns jetzt an.
Ich hol mir nämlich. Was hole ich mir hier? Ja, prozedurale Wände, meine Lieben. Ja, ich baue hier auch mal so ein Zeug lang. So, das muss mal reichen. Ja, so gut ist. Da holen wir uns ein paar Baumstamm. Nee, holen wir uns nicht. So, das ist ja eigentlich die Neuerung. Die will ich auch nicht. Ich will ja noch zwei Wände haben. So. So, hier eins. Und dann machen wir hier noch eins rüber. Ja, gut ist. So. Damit das auch mit den Türen ganz gut funktioniert, stelle ich mich hier hin. Ja, oder dazu stelle ich mich hier hin. Und man sieht das Symbol, die Taste R will gedrückt werden. Ich drücke die einmal, kriege ein Fenster, das kennen wir. Und ich kriege eine Tür. Ja. Pardauz, wie dies? Was ist hier los? Ja, wird sich der eine oder andere fragen, das ist richtig. Hier ist ein Schloss dran. Da komme ich gleich drauf zu sprechen. Ich drücke jetzt hier nochmal die Taste R. Es hat sich in Wahrheit nicht wirklich viel verändert, außer dass hier die Tür umgedreht wurde. Ja, das heißt, hier, man sieht das in der Blaupause, da steht so ein Teil raus. Das ist jetzt hier auf der Außenseite. Machen wir nochmal hier, ja, Tür, hier. Das Teil, was hier raussteht, ist auf der Innenseite. Ich drücke nochmal drauf, ist hier auf der Außenseite. Das ist ganz wichtig. Ja, nee, so. Ja, genau. Das hier, meine Lieben, sind die Türschlösser. Ja, das ist in dieser Version neu, aber die Türschlösser funktionieren auch nur einseitig. Darum dreht man das Ganze, je nachdem, wo man hier das Türschloss eigentlich haben möchte. So, und jetzt wird hier mal ordentlich Zippi-Zappi-Ratz gebaut, ne? So, dort ein bisschen dran. Ja. So, gleich sind wir durch. Da haben wir auch eine schicke Tür dann, ne? So, fertig ist. Ja, Tür geht auf, einwandfrei, gibt's nix. Geht auch in Standardposition wieder zurück. Ja, und da wir sind hier auch ein bisschen auf einer Schräglage, hier mit dem Hang. Ja, das ist auch immer prädestiniert dafür, dass hier Türen rumzuppeln und zappeln und hier fast schon russischen Tanz aufführen. Ja, tanze mir doch den, weiß nicht wie er heißt, ist ja auch egal. So, und wenn ich jetzt nicht mehr möchte, dass hier einer rein oder rauskommt, das geht jetzt auch nur, ich sag mal, ich stehe jetzt in. Ja, klar, in. Ja, mit hinten offen. Aber ich stehe innen. Und man sieht das hier, Schlosssymbol, Taste E. Wenn ich hier die Tür zum Bewegen bringe, ist das nicht mehr hier, bis die Tür wieder steht. Und ich drück das jetzt auch mal. Ja, schickes Geräusch, ne? Und dann ist hier aus, dann ist hier Schluss mit lustig. Ich komme weder von drin noch von draußen rein. Ja. So, wieder aufgesperrt, geht alles tippitoppi. Ja, finde ich es fein. Das ist ja mal absolut fein. Und mit den nicht mehr rumzappelten und blockierenden Türen und dem Türschloss, ja, haben die Entwickler hier auf jeden Fall was ordentlich weitergebracht. Das finde ich gut. Und dazu gucken wir uns jetzt hier den sogenannten Wandblumentopf an. Ja, ist eine Deko-Sache, aber eigentlich auch ein bisschen hier vom Garten. Ja, das Teil nennt sich hier Wallplanter. Ja, so. So ein Wandblumentopf. Braucht hier 23 oder 25 Stock. Weiß jetzt auch nicht genau. So. Ja, noch ein bisschen mehr. Komm. Ja, nimm mich aus wie eine Weihnachtsgans. Oh Mann. So gut es, ja, ich habe da auch mal gerade einen Samen reingepappt, ohne dass ich das wollte, weil ich mit der Taste I beim Bauen ein bisschen zu schnell war. Ja, sieht hier schick aus, ja. Wandblumentopf, ganz einfach. Sag mal, ist die kleine Variante hier vom Garten. Ja, wer hier keinen Garten bauen möchte, macht hier einfach einen Wandblumentopf rein. Es gibt nur eine Ausnahme bei der Sache. Nur zwei Pflanzen lassen sich hier drin wirklich anbauen.
Das ist zum einen Aloe, Aloe Vera, ja, und der Sonnenhut. Ja, das ist jetzt hier Coneflower ist das, ja, mit einem englischen Namen im Spiel, der Sonnenhut. Die zwei Pflanzen können hier angebaut werden, alles andere kann hier nicht angebaut werden. Dazu nimmt man dann bitte einen ordentlichen Garten, ja, Samen rein und was weiß ich. Ja, so, auch eine Neuerung. Ja, viele meinten so, das muss auf jeden Fall her. Man sieht das jetzt ein bisschen schlecht, weil hier die Pfeile vorne dran liegen. Ja, das ist hier der Quiver, ist der Köcher. Ja, so ein Pfeilköcher. Das gibt hier zusätzlich, wenn man das Teil im Inventar hat, 20 Pfeile, die man tragen kann. Ja, das finde ich ist ausgezeichnet. Ja, guckt euch das an, sag ich mal, wenn ihr hier erstmal hier einen Köcher baut und noch keine Pfeile gebaut habt, dann sieht man das auch ein bisschen besser. Sieht hier aus wie so ein langer Winterdarmstiefel-Dings-Teil hier, ne? Wisst Bescheid. Auf jeden Fall wird das Teil gebaut hier mit 3 Stück Hasenfell und einem Seil. Ja. Da kommen wir auch gleich mal direkt zum nächsten. Nämlich Pfeile. Die kann ich jetzt hier, ja, wie bisher, auf die Matte legen, um aus den Standardpfeilen andere Pfeile zu machen. Aber diesmal ist das nicht unbedingt hier ein Feuerpfeil, sondern ein vergifteter Pfeil. Das Ganze wird hier durchgeführt mit dem Pfeil und 4 Stück hier von der Heckenkirsche. Ja, die sogenannten Twinberries sind ja auch die Heckenkirschen. 1, 2, 3, 4. Ja, und dann kommt das. Komischerweise ist, wenn man das hier wegmacht wieder, ja, und beginnt das aufzulegen, gibt es hier nicht wirklich eine Anzeige, welche Pfeile und wie auch immer. Ich sag mal, das ein bisschen blind muss das durchgeführt werden. Ich hab das jetzt hier drauf. Mach das auch mal. Leg das Teil wieder weg und wo ist er? Hier ist er. Ja, grün. Grün. Ich denke mal, das ist so ein komisches Symbol. Ja, man weiß nicht recht. Auf jeden Fall ist das der vergiftete Pfeil. Der wirkt ein bisschen länger. Vom Schaden. Ja. Aber verursacht nicht so viel Schaden, wie das Feuer das tut. Ja, wohlgemerkt. Ja. Und ich stelle mich jetzt auch mal hier hin und guck dazu unsere Beine an. Vielmehr aber die Schuhe. Und ich sag mal, ja, Standardschuhe können wir. Ha! Da haben die Entwickler was Neues. Ja, das sind jetzt Hasenfellstiefel. Ich rüste die auch mal aus. Und da haben wir sie. Hasenfellstiefel. Ich sag mal hier, ja, da wird jede Frau neidisch, ne? So schick wie die Teile sind. Und noch viel mehr werden die Frauen hier neidisch, weil diese Stiefel wärmen richtig. Ja. Das heißt, man muss sich hier nicht mehr um Kälte großartig kümmern. Die Schuhe, Stiefel eigentlich, die wärmen einen gut. Und zusätzlich ist man damit auch ein bisschen leiser beim Trittgeräusch. Ja, das heißt, hier der sogenannte Stealth-Aspekt, der wird hier richtig hervorgehoben. So, wieder mal meine Axt. Und zur Abwechslung auch die andere Axt. Da ist sie. Ja. Und ich sag mal, wir sind ja auch mit den Neuerungen hier in dieser Version, in 0.32, sind wir bereits durch. Ja, wir haben schicke Türen mit einem Schloss dran. Ordentliche Türen, die auch so, die auch ordnungsgemäß funktionieren. Wir haben hier ein Wandblumentopf und allerhand andere Teile, wie hier. Ich wärme das ganze Gebäude, ich habe einen neuen Köcher, wir haben hier Hasenstiefel und so weiter und so fort. Tiefenunschärfe ist auch wieder zurück, ne? Das finde ich gut. Und ich sag mal, man kann hier meinen, was man möchte. Und ich möchte hier meinen, die Entwickler scheinen hier auf dem richtigen Weg jetzt zu sein. Mit dem letzten Update, meine ich, hat das angefangen. Und wenn die so weitermachen, hier alle großartigen Teile
die gewünscht werden, reinbekommen in das Spiel, ordentlich umsetzen und die ganzen Fehler, die wir eigentlich schon bereits aus vergangenen Versionen kennen, weil die sich immer irgendwie wie so eine Krankheit, die nicht weggehen möchte, immer mitschleppen. Ja, dann sind die auf dem richtigen Weg, sag ich mal. Und mein Bauchgefühl sagt mir, die Entwickler sind jetzt auf dem richtigen Weg. Der eine oder andere munkelt bereits, The Forest Alpha-Version ist hier im Jahre 2016 dann durch. Ich sag mal, hier abwarten. Ja, gut, Ding will Weile haben, aber wir sind schon richtig unterwegs. In diesem Sinne, meine Lieben, ja, das war die Axt im Walde. Das war Was ist neu in The Forest in der Version 0.32. Und ich sag mal, genießt das Wochenende hier, ist Samstagvormittag. Bei mir gerade aktuell, bis das hochgeladen ist. Wer weiß, wie wann dann ihr Wurst. Auf jeden Fall alles Gute, alles Liebe. Wir sehen uns beim nächsten Mal in nicht mal 2 Wochen, nämlich schon zur Version 0.33 von El Forestos.